Hallo, in diesem Video zeige ich euch, wie ich diese schöne Babydecke gehäkelt habe. Ihr könnt die natürlich auch in groß machen. Die Größe ist absolut variabel und die Anleitung bleibt immer gleich. Und ich habe hier so einen Dreifach-Picot-Rand gemacht, den zeige ich euch auch am Ende des Videos. Wer einen anderen Rand machen möchte, der kann gerne in der Infobox gucken, da habe ich noch ein Video verlinkt, wo ich das Muschelmuster zeige, also Muschelrand zeige für den Rand, und zwar in klein und in groß, je nachdem, was ihr mögt. Ihr könnt natürlich auch nur Stäbchen oder nur feste Maschen drumherum häkeln, aber ich zeige euch das jetzt hiermit. Ich habe eine Größe gemacht jetzt von 50 x 50 cm. Dafür habe ich ganz genau gebraucht von der Schachenmeier Bravo Originals fast 3 Knäuel à 50 Gramm. Das heißt also, das ist hier der Rest noch, also eigentlich 2,5 Knäuel nur. Aber ich würde euch empfehlen, dann 3 Knäuel einzuplanen, einfach nur, weil es auch unterschiedlich ist, wie man häkelt. Für den Rand habe ich dieselbe Wolle benutzt, aber in einer anderen Farbe, also in diesem Grau. Das könnt ihr machen, wie ihr mögt. Und für die Decke, also die habe ich gehäkelt mit einer 5 mm Nadel und den Rand habe ich mit einer kleineren, mit einer 3 mm Nadel gehäkelt. Einfach aus dem Grund, weil es hier diese Luftmaschenbögen gibt und weil die dann feiner aussehen. Zu dem Muster gibt es einfach noch nur zu sagen, es sind immer Stäbchen, die in einer wechselnden Richtung zueinander stehen. Das heißt, man häkelt immer Ecke auf Ecke. Es wird so eine Art Dreieck begonnen und das Dreieck wächst immer weiter und es sind immer kleine Stufen. Und dann wird gewechselt und abgenommen und man häkelt die zweite Hälfte. Es ist wirklich einfach. Ich begleite euch durch das Video durch und zeige euch ausführlich, wie es geht. Und ich zeige euch am Ende natürlich auch den Rand. Und ich würde sagen, wir beginnen jetzt mit der Anleitung. Um zu beginnen machen wir einen Anfangsknoten. Da zeige ich euch jetzt eine Methode davon, wie man einen machen kann. Ihr könnt gerne rechts bei den Infokarten gucken. Da sind noch Grundlagenvideos für ganz frische Anfänger, da kann man sich auch noch mal durchklicken und so einige Tipps abholen. Ich mache den jetzt mal so, ich wickel den um den Finger und greife den hinteren und hole den nach vorne und wieder den hinteren nach vorne und dann wieder den hinteren nehmen und dran ziehen. Und das Ganze wird dann auf die Häkelnadel draufgehängt. Und um zu beginnen machen wir 6 Luftmaschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Diese 6 Luftmaschen werden jetzt immer wieder eine Basis für die Blöcke sein, die dazu gehäkelt werden müssen. Und zwar müsst ihr jetzt gucken, wir stechen jetzt in die dritte Luftmasche ein. Also hier, wenn ihr vom Knoten aus zählt, 1, 2, 3. Oder wenn ihr von der Nadel aus zählt, 1, 2, 3, 4. Also von der Nadel aus die vierte oder von hier in die dritte und machen dort hinein ein Stäbchen. Zwei Schlaufen abmaschen und nochmal 2 abmaschen. Dann häkeln wir in die zweite Luftmasche auch ein Stäbchen. Und dann haben wir noch eine, das ist die erste Luftmasche, die ihr gemacht habt. Dort hinein kommt auch ein Stäbchen. Das ist jetzt einer dieser Blöcke, die in der Decke immer gehäkelt werden. Also das bleibt immer gleich, das war es schon. Und jetzt ist das ja immer so, dass immer von Ecke zu Ecke diese Blocks andersrum auftauchen, also immer sich abwechseln, wie rum die stehen. Einmal so rum und einmal andersrum. So, und jetzt machen wir direkt den zweiten Block. Dazu wendet ihr den einmal, so dass ihr das so vor euch habt. Hier sind dann diese 3 Anfangsluftmaschen und hier sind die 3 Stäbchen. Dann machen wir wieder 6 Luftmaschen.
4, 5 und 6. Stechen jetzt wieder in die vierte Luftmasche von der Nadel aus ein. Also hier abzählen 1, 2, 3, 4 und machen da wieder ein Stäbchen rein. Und in die nächsten zwei, die ihr noch übrig habt, macht ihr auch jeweils wieder ein Stäbchen. Also genauso wie vorhin auch beim ersten Block und in die erste Luftmasche auch ein Stäbchen. So. So sieht das jetzt aus bei euch. Und jetzt kippen wir dieses erste Teil so, dass das hier oben auf die Ecke trifft. Also wenn ich das jetzt hier so, wie ich gehäkelt habe, also wir haben hier angefangen, da hoch, dann kippe ich das und dann ist das hier dran. Und zwar habt ihr hier oben so einen Zwischenraum und da sind eure drei Stäbchen. Und in diesen Zwischenraum unter diese drei Luftmaschen geht ihr rein, holt den Faden durch und macht eine Kettmasche, also nochmal durchholen. Das ist jetzt sozusagen unser Beginn. Und jetzt verselbstständigt sich das eigentlich schon. Und zwar machen wir drei Luftmaschen, um diesen Block eben andersrum zu häkeln wieder, also so rum. Und diese drei Luftmaschen sind unser erstes Ersatzstäbchen. Und in diesen Zwischenraum, wo diese Kettmasche schon drin war, macht ihr jetzt noch zusätzlich drei Stäbchen. Eins, zwei und drei. Das heißt, ihr habt hier die drei Luftmaschen und drei Stäbchen in dieser Luftmaschenkette drin von dem ersten Block. Dann wendet ihr das Ganze wieder so und wir machen wieder diese sechs Luftmaschen, weil wir wieder den Block andersrum machen und eine neue Reihe beginnt. Sechs. Dann stecht ihr wieder in die vierte Luftmasche von der Nadel aus ein. 1, 2, 3, 4 und macht wieder ein Stäbchen in die vierte Luftmasche von der Nadel aus. Und in die nächsten zwei Luftmaschen jeweils auch ein Stäbchen. Und das ist dann wieder so ein Block, der so rum ist. Den kippen wir hier wieder, dass der hier dran kommt. Und Ecke auf Ecke befestigt ihr das wieder mit einer Kettmasche unter diesen Zwischenraum. Also hier bei diesen drei Luftmaschen geht ihr rein, macht eine Kettmasche und von da aus gleich wieder die drei Luftmaschen als Ersatzstäbchen plus drei Stäbchen, die auch mit in denselben Zwischenraum mit hineinkommen. Und drei. Dann haben wir hier das erste Päckchen und da geht ihr auch unter diese Luftmaschenkette drunter, diese ersten drei Luftmaschen, macht eine Kettmasche, indem ihr durchzieht den Faden und nochmal durchzieht. Und an der Stelle machen wir nochmal einen Block mit drei Luftmaschen und hier in denselben Zwischenraum wieder drei ganze Stäbchen. Jetzt sieht das auch schon aus wie so eine Treppe. Das ist unsere Kante, das ist die andere Kante und das wächst jetzt wie so ein Dreieck immer weiter. Und hier an der Seite werdet ihr immer so Treppenstufen haben. Wir wenden wieder und die nächste Reihe beginnt wieder mit sechs Luftmaschen. 4, 5, 6. Dann wieder die ersten vier von der Nadel aus abzählen und ein ganzes Stäbchen in die vierte Luftmasche machen. Und in die nächsten zwei Luftmaschen jeweils ein ganzes Stäbchen. Dann kippt ihr das wieder hier so, dass ihr Ecke auf Ecke kommt. In diesen Zwischenraum reingehen,
eine Kettmasche machen und wieder 3 Luftmaschen. Also ihr seht, es wiederholt sich alles nur. Ich mache aber noch ein bisschen weiter, dass das auch wirklich sitzt, dass ihr das gut verstanden habt, dass ihr dann auch seht, wie das aussehen soll. Wieder die 3 Stäbchen. Dann seid ihr hier wieder dran an der Ecke, sucht euch hier wieder diesen Zwischenraum zwischen den 3 Stäbchen und den 3 Luftmaschen und macht eine Kettmasche, macht wieder 3 Luftmaschen, wieder in denselben Zwischenraum reingehen und 3 Stäbchen häkeln. Und hier oben wieder in diesen Zwischenraum eine Kettmasche und nochmal ein Block, 3 Luftmaschen und 3 Stäbchen. Damit ist auch diese Reihe fertig. Dann wieder wenden. Jetzt habt ihr so ein richtiges, ja, wie so ein V. Und das geht die ganze Zeit so weiter. Und das Schöne ist, ihr könnt jetzt eure Größe selber bestimmen. Und zwar hört ihr einfach dann auf, wenn euer Maß hier unten oder hier die Höhe der Decke erreicht hat, die ihr haben wollt. Das heißt, wenn ihr jetzt ein Quadrat machen wollt, müsst ihr euch einfach vorstellen, dass das und das dann die fertige Decke wird und hier oben die zweite Hälfte. Wie die zweite Hälfte gemacht wird, zeige ich euch dann. Da müssen wir nämlich immer einen Block abnehmen und das vervollständigt sich dann um die zweite Hälfte von ganz alleine. Und dann ist eure Decke einfach in der Größe, wie ihr sie euch wünscht. Und es ändert sich eigentlich gar nichts, nur dass man halt am Ende diese Reihe hier nicht mehr behäkelt, sondern schon früher wendet eigentlich. Und das zeige ich euch aber dann noch. Ab der Reihe macht ihr dann jetzt alleine weiter, wieder die 6 Luftmaschen, einfach immer wiederholen, in die 4. Luftmasche einstechen und so weiter, wie gehabt. Diese 3 Stäbchen häkeln und dann immer mit Kettmasche in den Zwischenraum verbinden. Dann wird hier die neue Reihe draufgesetzt. So könnt ihr das jetzt immer weitermachen und wenn ihr an der Stelle angelangt seid, wo ihr meint, dass eure Decke groß genug ist. Also ich mache jetzt zum Beispiel 26 Reihen, die könnt ihr hier am Rand zählen. Dann hört ihr auf und könnt weiter gucken, wie es weitergeht, um die zweite Hälfte dann zu vervollständigen. Und zwar hört ihr dann einfach an der Stelle auf, wo ihr meint, eure Länge erreicht zu haben. Und wir haben ja hier als letztes die 3 Stäbchen gehäkelt, also so rum. Also hier sind meine 3 Luftmaschen, dann die 3 Stäbchen und dann habe ich einfach aufgehört. Und dann drehen wir das Ganze wieder um, wie sonst auch, aber wir häkeln jetzt hier in diese 3 Stäbchen jeweils eine Kettmasche. Und zwar geht ihr dazu einfach in das erste Stäbchen rein, macht eine Kettmasche, in das zweite Stäbchen oben rein, macht eine Kettmasche und oben in das dritte geht ihr auch rein und macht eine Kettmasche. Dadurch seid ihr jetzt hier an der Ecke angekommen. Dann drehe ich das so ein bisschen wieder in die richtige Richtung, wo wir hinwollen. Und jetzt kommt hier dieser Luftmaschenbogen und da geht ihr rein und macht jetzt auch eine Kettmasche. Und insgesamt kommen jetzt hier wieder diese Gruppen rein, die wir sonst auch gehäkelt haben. Also 3 Luftmaschen plus die 3 Stäbchen. Also eigentlich ändert sich jetzt gar nichts, außer dass wir eben jetzt dieses Quadrat auffüllen. Also ihr macht jetzt einfach ganz normal wieder 3 Luftmaschen und 3 Stäbchen in diesen Zwischenraum mit hinein, wo ihr auch eine Kettmasche drin habt. Und dann trefft ihr jetzt wieder auf die andere Ecke, also hier wieder
in den Luftmaschenbogen wie sonst auch einstechen, eine Kettmasche machen, wieder drei Luftmaschen und drei Stäbchen in diesen Zwischenraum. So, hier wieder in den Zwischenraum eine Kettmasche, drei Luftmaschen und wieder die drei Stäbchen. So, das macht ihr jetzt die ganze Reihe, bis ihr oben angekommen seid. Und dann zeige ich euch, wie ihr oben verfahren müsst, damit das jetzt hier sozusagen weiter wächst, das Deckchen. Wenn ihr oben angekommen seid bei eurer Runde, dann wird einfach hier oben in den letzten Zwischenraum eine Kettmasche gemacht. Und damit seid ihr mit der Runde fertig. Wir wenden. Und häkeln jetzt zurück bis zu dieser Ecke, weil wir ja nicht mehr diese Stufen machen wollen, sondern eben immer eine Gruppe oder einen Block weniger haben wollen. Und dass das eben hier gerade, wie ich es schon jetzt weitergemacht habe, bleibt. Deswegen wird in die nächsten drei Stäbchen eine Kettmasche gemacht. Zwei. Und und hier in diesen Zwischenraum macht ihr eine Kettmasche. Hoppla. Das heißt, ihr habt jetzt vier Kettmaschen und seid wieder bei euren Treppen hier und häkelt ganz normal wieder die Treppe hoch. Also ab der Kettmasche macht ihr einfach wieder drei Luftmaschen, drei Stäbchen. Und das wiederholt sich jetzt immer weiter, bis ihr dieses Quadrat aufgefüllt habt und eure Decke fertig ist, also quadratisch dann ist. Wieder eine Kettmasche in den Block hier seitlich, wieder ganz normal die drei Luftmaschen. Dann entstehen wieder unsere Treppen für die nächste Runde. Und die drei Stäbchen. Dann hier wieder an die Ecke gehen, wieder in den Zwischenraum eine Kettmasche machen. Und wieder einen neuen Block. Drei Luftmaschen, drei Stäbchen. Das bleibt immer gleich. Das Einzige, was sich ändert, ist eben ab jetzt bei der zweiten Hälfte, dass hier oben nicht noch mal ein Block oben drauf setzt, sondern dass ihr in den letzten Block die Kettmasche macht und einfach wendet und wieder die Treppe runter häkelt. Also häkelt jetzt eure zweite Hälfte und kommt zurück, wenn ihr soweit seid, und dann geht's weiter. So, ich habe jetzt weiter gehäkelt und mein Deckchen ist jetzt zu einem Quadrat geworden und ich bin fast fertig. Ich habe hier oben jetzt nochmal die letzte Ecke freigelassen, die zeige ich euch gleich. Meine Decke ist jetzt 50 x 50 cm groß und ich habe sogar von meinem dritten Knäuel ein wenig übrig, also weniger als 3 Knäuel, also weniger als 150 Gramm. Und jetzt zeige ich euch, wie es weitergeht. So, und zwar habe ich jetzt einfach die letzte Ecke erstmal ausgespart, damit ich euch noch das Ende zeigen kann. Ich mache jetzt die letzten drei Luftmaschen für den letzten fehlenden Block. Das letzte Mal die drei Stäbchen. Dann wird einfach hier oben wieder in den Zwischenraum eingestochen und eine Kettmasche gemacht. Und ihr könnt jetzt einfach auch wie sonst auch
nochmal wenden und hier in die nächste Kettmasche einfach eine Kettmasche machen und den Faden abschneiden. Und dann könnt ihr das lockern. Und dann mache ich das immer so, dass ich hier den Faden nochmal durchziehe zum Beenden und festziehe, sodass sich das nicht mehr löst. Und diesen Restfaden sowie auch den Anfangsfaden oder zum Beispiel, wo ihr in der Mitte schon mal die zwei Knäuel verbinden musstet, wenn ihr da noch Fäden habt, müssen jetzt noch versteckt werden. Da könnt ihr jetzt mit einer kleineren Häkelnadel oder auch mit einer Wollnadel immer wieder durchgehen, bis ihr den so versteckt habt, dass er sich nicht mehr löst und dass der auch nicht mehr zu sehen ist. Und dann abschneiden. Und dann können wir auch schon unseren Rand beginnen. So, für den Rand benutze ich dieselbe Wolle wie auch für die Decke, einfach in einer anderen Farbe, jetzt hier in dem Grau. Und ich nehme eine 3 mm Häkelnadel dafür. Ihr haltet eine Ecke nach links und wir müssen jetzt Maschen abzählen. Das bedeutet, wir haben jetzt hier die senkrechten Stäbchen immer abwechselnd mit den waagerechten Stäbchen. Bei den senkrechten ist es ganz einfach, aber bei den waagerechten müsst ihr ein bisschen gucken, dass ihr da auch immer die Möglichkeiten sucht einzustechen. Das ist aber machbar. Also hier bei dem, da geht es ja schon los mit waagerecht. Da ist zum Beispiel die erste Masche einfach dieser Bauch von diesem Stäbchen. Dann die zweite Möglichkeit wäre hier und die dritte ist dann hier. Und dann zählt ihr einfach ab 4, 5 und 6. Die sechste nehme ich mir hier bei dem dritten Block einfach auch den Bauch. Dann geht ihr unter diesen Faden drunter und holt euch den da durch. Ich mache dann immer erstmal einen Knoten. Den Restfaden überhäkle ich gleichzeitig und dann geht ihr nochmal in die Masche rein, holt euch den Faden nach oben und für die Dreier-Picots machen wir jetzt als erstes 5 Luftmaschen. Dann stecht ihr in dieselbe Masche wieder ein, wo euer Stäbchen oder eure Luftmaschen rausgekommen sind, also einfach unten drunter. Und macht eine feste Masche. Das ist jetzt so das erste Picot, aber weil wir Dreier-Picots machen, machen wir gleich nochmal 5 Luftmaschen. 4, 5. Ihr stecht wieder in dieselbe Masche ein, holt den Faden durch und macht wieder eine feste Masche. Und nochmal 5 Luftmaschen. Und stecht wieder in dieselbe Masche unten drunter ein und macht nochmal eine feste Masche. So, und dann müsste das Ganze so aussehen. Und dann geht ihr in die nächste freie Masche und macht einfach feste Maschen. Und zwar bis zur Ecke. 2, 3, 4, 5 und in die Ecke kommt jetzt das sechste, also die sechste feste Masche und von da aus machen wir jetzt wieder unsere 5 Luftmaschen. Stechen wieder unten drunter ein in dieselbe Masche, wo die rauskommen und machen wieder eine feste Masche. Dann wieder 5 Luftmaschen, stechen wieder in dieselbe Masche ein, machen wieder eine feste Masche und noch einmal 5 Luftmaschen und noch ein letztes Mal in dieselbe Masche einstechen
und eine feste Masche machen. Dann sind wir um die Ecke rum und machen wieder 6 feste Maschen, also in die nächste freie Masche einstechen, eine machen, in die nächste, die zweite, danach eine Masche suchen und die dritte, die vierte, die fünfte und die sechste. Und ab da macht ihr wieder ein Picot, also 5 Luftmaschen. Unten drunter in dieselbe Masche einstechen und eine feste Masche. Wieder 5 Luftmaschen. Wieder in dieselbe Masche einstechen, eine feste Masche machen. Das war nichts. Und nochmal die 5 Luftmaschen. Und wieder unten drunter einstechen und eine feste Masche machen. So. So sieht das dann schon mal aus. Ihr habt jetzt hier eins, da eins und da eins und dazwischen sind immer 5 freie feste Maschen. Dann geht es wieder weiter. 6 feste Maschen in die nächsten 6 folgenden Maschen. Also einfach 1, 2, 3, 4, 5 und 6 und darauf kommt dann wieder das Dreier-Picot. 5 in dieselbe Masche einstechen, eine feste Masche und wieder 5 Luftmaschen. Und wieder in dieselbe Masche einstechen, eine feste Masche und nochmal 5 Luftmaschen. Und wieder in dieselbe einstechen und eine feste Masche. Dann wieder weitermachen, 6 feste Maschen und so weiter. Und das macht ihr dann bis zur Ecke wieder. Und da zeige ich euch, wenn es jetzt auch nicht aufgehen sollte, wie ihr das machen sollt, wenn ihr bei der Ecke seid. Das wird einfach wiederholt jetzt, immer weiter bis zur Ecke und da zeige ich euch, wie ihr da nochmal weiter verfahrt. So, ich habe jetzt bis zur nächsten Ecke gehäkelt. Ihr seht, der Abstand ist immer gleich bei den süßen Picots. Und ich bin jetzt sozusagen bei dem vorletzten. Und es ist ja so, dass man manchmal Glück hat und es bleiben genau 6 feste Maschen, also man hat noch genau Platz für 6 Maschen vor dem Picot in der Ecke, weil wir wollen ja, dass die Picots in der Ecke sind, dass es schön aussieht. Aber manchmal hat man eben nicht so viel Glück und bei größeren Decken das abzuzählen wäre jetzt Quatsch. Deswegen mogelt man dann immer ein bisschen und man darf in dem Fall, wenn es zur Schönheit dient, auch mal die Regel brechen. Ich habe jetzt diese 5 festen Maschen und merke, dass der Abstand einfach zu gering ist, um nachher hier in der Ecke das Picot schön aussehen zu lassen und wenn das andere dann zu nah dran ist. Deswegen mache ich in dem Fall nicht auf das 6. das Picot, sondern schon auf das 5. Das heißt, einfach in die 5. feste Masche mache ich dann diese obendrauf diese Luftmaschen, die 5, und mache jetzt mein Picot. 5 und nochmal. 1, 2, 3, 4, 5. Damit ihr das mal seht, weil das nachher überhaupt nicht auffällt und viel schöner aussieht, als wenn man da jetzt irgendwas quetscht. Dann macht ihr ganz normal die nächsten festen Maschen. 1, 2, 3, 4 und 5. Also das hätte nicht mehr gereicht für 6. Und trotzdem haben wir das
mit reichlich Abstand geschafft und mit ein bisschen Mogelei, aber es sieht einfach schöner aus. Dann wieder in die Ecke hinein, das Picot. Und dann wieder weiter mit festen Maschen. Und da könnt ihr dann natürlich wieder eure 6 Stück zum Abstand halten machen. 3, 4, 5 und das 6. Und wieder den ganzen Rand entlang ganz normal. Immer mit 6 festen Maschen dazwischen. Die Picots bis zur nächsten Ecke. Bei der Ecke guckt ihr wieder, bevor ihr fertig seid mit der Ecke, wie viel ihr noch habt. Und so umrandet ihr einfach die ganze Decke, bis ihr fertig seid. Und ich zeige euch gleich noch, wie meine Decke fertig aussieht. Und mache jetzt auch erstmal meinen Rand fertig. So, ich bin jetzt am Ende angekommen. Mein letztes Picot war relativ nah dran. Da habe ich jetzt auch nur, ich glaube, 4 oder 5 feste Maschen Platz. Und die letzte Masche, die mache ich genau da rein, wo das Picot rauskommt. Und zwar einfach den Faden durchholen und nochmal durchholen, mit einer Kettmasche beenden. Dann den Faden lockern und abschneiden. Dann könnt ihr das hier oben auch wieder beenden, indem ihr das da einmal durchzieht und festzieht. Und den Faden, den müsst ihr dann auch wieder vernähen oder verstecken, je nachdem. So, ich habe meine Decke jetzt fertig bekommen. Ihr seht hier, ich habe den Rand komplett einmal drumherum gehäkelt. Und ich hoffe, dass ihr das auch gut hinbekommen habt, dass euch die Anleitung gefallen hat. Und wenn ja, freue ich mich natürlich über einen Daumen hoch. Teilt mein Video bei Freunden, also mit Freunden, mit Verwandten, mit Familie. Damit unterstützt ihr meinen Kanal natürlich und abonniert meinen Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Ihr könnt gerne bei Pinterest mal gucken. Da findet ihr mich auch unter Carolines Welt. Und natürlich auch unter Twitter, Facebook und Instagram. Und da könnt ihr mir überall folgen, wenn ihr mögt. Und auch natürlich mein Video als Pin bei Pinterest gerne teilen. Ansonsten wünsche ich euch viel Freude damit und bis zum nächsten Mal.